Liebe Freundinnen und Freunde von Missio, wir feiern das Weihnachtsfest inmitten einer Welt, die mehr denn je von Unfrieden geprägt ist. In vielen Ländern gehören Gewalt und Angst zum Alltag der Menschen. Auch in Israel und Palästina, jener Region, in der Jesus geboren wurde und gelebt hat. Wenn ich an die schrecklichen Nachrichten der vergangenen Wochen aus dem Heiligen Land denke, kommt mir eine Stelle beim Evangelisten Lukas in den Sinn. Jesus spricht mit seinen Jüngern über Dinge, unter denen auch heute viele Menschen leiden. Gewalt, Krieg, Verfolgung und Enttäuschung. Aber trotz all dieser Dinge sagt Jesus einen kleinen Satz, der es in sich hat. Doch euch wird kein Haar gekrümmt werden. Ein unwahrscheinlich scheinender Zuspruch des Beistands und der Hilfe angesichts eines Leids, das oft übergroß scheint. Er erlaubt uns zu hoffen, wo keine Hoffnung möglich scheint. Genau das ist die Botschaft von Weihnachten. In einer Welt voller Unfrieden ist Gott Mensch geworden. Einer von uns, um an unserer Seite zu stehen. Ein Licht inmitten des Dunkels. Die Menschen in Israel, Palästina und im ganzen Nahen Osten brauchen uns. Unser Gebet und unsere Solidarität. Missio unterstützt beispielsweise Dörfer im Süden des Libanons, deren Bewohner unter den Gefechten leiden. Sie können mithelfen, den Menschen dort ein Licht zu sein, ihnen Hoffnung zu schenken. Ich wünsche Ihnen ein hoffnungsfrohes Weihnachtsfest und Gottes Segen für das neue Jahr. Ihr Pfarrer Dirk Bingener.